Doppelstöckige Holding, was ist das genau und brauchst du eine? Darüber sprechen wir heute. Wenn du dich mit der Vermögensverwaltenden GmbH beschäftigst, dann hörst du vielleicht irgendwann auch mal von der doppelstöckigen Holding. Das ist eine etwas fortgeschrittenere Steuergestaltungsmethode, von der ein paar Steuerberater auch sehr überzeugt sind. Bei sowas stellt sich natürlich auch die Frage, lohnt sich das für jeden oder für was für Personen lohnt sich das genau? Wir brechen die Struktur mal runter und erklären ganz einfach, ob sich das auch für die reine Vermögensverwaltung oder Investieren in Aktien, Immobilien und Co. auch lohnt. Wiederholen wir zunächst kurz, was eine normale Holdingstruktur ist. Im Prinzip ist ganz einfach, wir haben anstatt zwei Ebenen, dich und die GmbH, einfach noch eine dritte Ebene, nämlich die Holdinggesellschaft, die dann zwischen dir, dem Gesellschafter oder den Gesellschaftern und der GmbH steht. Auf der untersten Ebene haben wir eine oder mehrere GmbHs, die sind in der Regel operativ oder verwalten Immobilien. Und diese operative oder Immobilien GmbH wird dann eben nicht von den Gesellschaftern direkt verwaltet, sondern eben von einer zweiten Gesellschaft. Und das Ganze wird dann umgangssprachlich einfach als Holdingstruktur oder Holdinggesellschaft, also diese Gesellschaft in der Mitte, bezeichnet. Aber warum nutzt man denn überhaupt so eine Struktur? In der GmbHs auf der untersten Ebene finden oft Geschäfte statt, die ein operatives Risiko haben. Damit meinen wir Risiko, wofür die Gesellschaft plötzlich für höhere Summen haften müsste. Vielleicht wird sie sogar verklagt. Oder ein Deal fällt durch und die Gesellschaft hat zwar immer noch die ganzen Verbindlichkeiten und kann dann eben nicht mehr mit dem Cash aufkommen und hat Liquiditätsprobleme. In so einer Gesellschaft will man dann eben nicht das Vermögen auch noch anlegen, denn das würde Teil der Haftungsmasse werden. Die Lösung ist, die Gewinne eine Ebene höher, eben von der operativen GmbH, in die Holdinggesellschaft zu stecken und da das Geld anzulegen. Gleichzeitig profitiert man ja auch hier bei der Ausschüttung von einem Prozentsatz von 1,5%. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Verkaufen der operativen GmbH, also nehmen wir an, diese GmbH wird an eine dritte Person verkauft, dann würden hier auch nur 1,5% Steuern anfallen. Soweit so klar, aber das war ja nur die einstöckige Holding. Die doppelstöckige Holding hat, wie man im Namen schon erkennt, nochmal ein Stockwerk mehr. Und zwar haben wir wieder eine oder mehrere GmbHs, die hier unten sind. Also man könnte hier auch noch mehrere GmbHs daneben setzen. Und die Holdinggesellschaft wird eben hier nicht dann von den Gesellschaftern direkt gehalten, nein, sondern es gibt nochmal diese Gesellschaft zwischendrin. Und diese Gesellschaft zwischendrin ist in den meisten Fällen dann auch eine GmbH und Co. KG. Und daran bist du oder sind die Gesellschafter dann beteiligt. Eine GmbH und Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, also eine Personengesellschaft. Daran können eine oder mehrere Personen beteiligt sein. Du könntest also auch Familienmitglieder oder andere an der Konstruktion beteiligen. Aber welche Vorteile hat es, diese Extraschicht jetzt nochmal einzubauen? Zunächst einmal kann man die Konstruktion so einrichten, dass man auch Verluste auf privater Ebene steuerlich mit den Gewinnen aus den GmbHs verrechnen kann. Beispielsweise, wenn du Sanierungsverluste mit Vermietung und Verpachtung machst. Das geht natürlich nicht einfach so, sondern du musst mit den Gesellschaftern eine Organschaft bilden. Das ist ein für Konzerne gemachtes Konzept, das es ermöglicht, die Finanzen innerhalb mehrerer Gesellschaften besser zu konsolidieren. Dafür gibt es dann wieder diverse Voraussetzungen, darunter Gewinnabführungsverträge zwischen den Gesellschaften. Du merkst also schon, es ist ziemlich kompliziert. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du die Wegzugsbesteuerung umgehen kannst. Wenn du als Gesellschafter direkt an der GmbH beteiligt bist, dann muss man ja den fiktiven Gewinn versteuern. Wenn du aber an einer Personengesellschaft beteiligt bist, dann wird das unter Umständen nicht ausgelöst. Aber Achtung, dafür gibt es natürlich auch wieder Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel eine Betriebsstätte im Inland. Beim Thema Ausland hat die doppelstöckige Holding übrigens noch einen Vorteil. Wenn du mit dem Unternehmen im Ausland tätig bist, kannst du es sogar so einrichten, dass die Gewinne in Deutschland steuerfrei bleiben und die Steuern nur in dem Land anfallen. Woanders ist die Körperschaftssteuer oft niedriger als in Deutschland, weshalb sich das auch lohnen kann. Das sind erstmal sehr attraktive Vorteile. Aber kommen wir zur eigentlich spannenden Frage. Brauchst du das zur reinen Vermögensverwaltung und lohnt sich das überhaupt? Zunächst einmal ist die Struktur sehr kompliziert und man hat einfach auch mehrere Ebenen und mehrere Gesellschaften, die jedes Jahr einen Jahresabschluss abgeben müssen.
Das kann auch nicht jeder erledigen. Im Regelfall sollte dieses ganze Konstrukt inklusive der privaten Mandate der Gesellschafter von einer einzigen Kanzlei betreut werden, die wirklich den Überblick über alles behält. Dafür braucht man natürlich Spezialisten und das wird in der Regel immer sehr teuer. Da musst du erstmal entsprechende Einnahmen haben, um so viel Steuern sparen zu können, dass sich das Ganze lohnt. Die allermeisten VV GmbH-Inhaber haben einfach nicht diese Art von Vermögen und auch nicht diese Art von operativer GmbH-Struktur. Dann ist es auch nicht so, dass du mit der doppelstöckigen Holding generell weniger Steuern zahlst. Der Vorteil ist, dass du Verluste verschieben und auch private Kosten clever anrechnen lassen kannst. Da reichen aber ein paar tausend Euro auch nicht unbedingt aus. Da sollten schon mehrere 10 oder 100.000 Euro sein. Was uns auch nicht gefällt, ist, dass du das Geschäftsführergehalt in der Holding nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst. Der Fiskus geht einfach davon aus, dass du die Gewinne, die dir als GmbH-Inhaber oder Beteiligter zustehen, schon vorauszahlst. Unser Fazit heißt also, die doppelstöckige Holding ist für Leute gut, die ein sehr großes Vermögen haben. Idealerweise auch Betriebsvermögen in operativen Unternehmen. Wenn du 200.000 oder 300.000 Euro hast, dann ist so ein Konstrukt deutlich zu teuer und macht einfach keinen Sinn. Ich hoffe, wir konnten dir das Thema der doppelstöckigen Holding ein bisschen näher bringen. Wenn du noch Fragen hast oder mehr zur Vermögensverwaltung der GmbH wissen möchtest, dann wie immer komm auf unsere Webseite und buch ein kostenloses Informationsgespräch. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wir beantworten deine Fragen gerne und schauen uns an, ob sich die GmbH für deinen Vermögensaufbau lohnen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.